Hallo Leute, wie ihr sehen könnt, habe ich hier ein großes Paket und im Titel könnt ihr schon erkennen, dass es um das Body Move Pad geht. Viele von euch kennen das vielleicht noch gar nicht, ich habe auch erst vor kurzem davon gehört und mir wurde das von meiner Osteopathin und einer Stallkollegin empfohlen. Warum genau, das sage ich euch natürlich noch später. Aber es geht halt darum, dass Amira jetzt bald 4 wird und ich sie dann einreiten möchte. Deshalb habe ich für die nächste Woche einen Sattler bestellt, um einfach zu gucken, wie es aussieht, ob sie schon dafür bereit ist und was für ein Sattel passen könnte. Und dazu soll auch das Body Move Pad beitragen. Jetzt packe ich es einfach mal aus. Also ich bin jetzt ein bisschen aus dem Konzept, weil das einfach nicht das ist, was ich bestellt habe. Und heute ist Freitag und am Dienstag kommt der Sattler. Und das Pad muss speziell, also muss da sein, um den Sattel auf das Pad anzupassen. Es ist nämlich anders als andere Sattelunterlagen. Es ist aus dem Material von Matratzen gemacht, von Patienten, die einfach nur im Bett liegen, damit sie sich nicht wund liegen. Also das federt ein bisschen was ab. Und ist halt dann speziell dafür gedacht, wenn zum Beispiel der Sattel beim Sattler ist und man trotzdem weiterreiten möchte, damit der Sattel einfach nicht so drückt, kann man einfach einen nicht so gut passenden Sattel drauf machen. Oder jetzt halt für mich, für Amira, ist es dafür gedacht, dass die Muskeln einfach Platz haben, um sich zu entwickeln und nicht vom Sattel irgendwie eingeschränkt werden. Weil bei einem jungen Pferd könnte man theoretisch alle 6 Wochen den Sattler holen, weil es sich halt auch ständig entwickelt. Deshalb habe ich mir dieses Pad bestellt, also nicht dieses, aber ich hoffe, das Richtige kommt noch an. Genau, und ich werde es einfach auf verschiedene Punkte betrachten, testen und im Laufe des Videos werdet ihr dann sehen, was so wie dann die Punkte rausgekommen sind. Und ganz am Schluss gibt es auch einfach noch ein kurzes Fazit, was ich dazu sage. Also, das Body Move Pad ist noch rechtzeitig angekommen. Mittlerweile habe ich es jetzt fast ein Jahr. Und deswegen dachte ich, wird es mal Zeit, das Video fertig zu machen und euch über meine Erfahrungen und sowas zu berichten. Zunächst zum Schnitt. Also, es ist sehr anatomisch geformt mit diesen Falten, die man da machen kann. So tut es sich jedem Körper vom Pferd gut anpassen. Bei dem Pad von einer Stallkollegin kann man sehen, dass die es schon 2-3 Jahre nutzt. Und dass es eigentlich immer noch die Farbe behalten hat und auch nicht wirklich kaputt gegangen ist. Deswegen spricht es, denke ich, auch für die Reib- und Farbfestigkeit. Die Gewichtsverteilung ist durch dieses spezielle Material, was von den Matratzen gemacht wurde, auch gut gegeben. Ich finde, es passt sich einfach gut an. Das spricht natürlich auch für die Druckelastizität. Dadurch, dass es aber halt dieses Material hat, was einsinkt, muss man öfters nachgurten. Also habe ich schon gemerkt, dass ich von unten gut nachgegurtet hatte und es mir dann beim Aufsteigen ein bisschen entgegengekommen ist, weil einfach dann einsinkt, wenn Gewicht drauf kommt. Deswegen steige ich häufiger mit Aufstieghilfe auf, wenn ich das Body Move Pad nutze, weil es dann einfach auch sicherer ist, bis man dann richtig nachgegurtet hat. Zur Feuchtigkeitsregulierung kann ich nicht so viel sagen, weil Amira irgendwie immer ziemlich stark schwitzt
Und dann ist halt auch das Pad ziemlich nass. Aber ja, genau, da kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Die Pflege ist eigentlich auch ganz einfach. Ich tue es ab und zu in die Waschmaschine stecken, wenn es ganz arg dreckig oder nass geworden ist. Und ja, also das Material saugt sich natürlich voll mit Wasser und muss dann erstmal ablaufen nach der Wäsche, aber es sieht dann wieder eigentlich fast aus wie neu. Mein Fazit ist, dass ich mich einfach irgendwie wohler fühle mit dem Pad, vor allem weil Amira ja noch ein junges Pferd ist, was sich entwickelt, und ich habe auch das Gefühl, dass sie einfach gelassener und besser damit läuft. Deswegen nutze ich das schon sehr häufig. Es ist zwar ziemlich teuer, weswegen man vielleicht nicht unbedingt verschiedene Farben davon haben kann. Deswegen nutze ich auch ab und zu normale Schabracken und sowas. Aber ja, wie gesagt, ich greife immer wieder gerne zum Body Move Pad zurück, vor allem wenn ich das Gefühl habe, dass der Sattler wieder dran wäre und es vielleicht nicht hundertprozentig gut passt. Dieses Pad gibt es für Spring, Dressur, Western Show und Western Normal und mittlerweile auch für Islandpferde. In manchen Bereichen gibt es mehr Farben und in manchen weniger. Die, die Dressur reiten, haben auf jeden Fall eine große Auswahl an Farben. Ich muss dazu sagen, dass beim ersten Mal draufsitzen habe ich mich schon ein wenig komisch gefühlt, weil man einfach ein wenig höher sitzt. Aber das ist am Anfang ganz normal, das setzt sich ja erst und ja, danach finde ich eigentlich, ist es ein guter Sitz. Hat man einen guten Sitz und ist auch nicht so arg weit weg vom Pferd. Aber man muss sich da auch erstmal dran gewöhnen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es doch mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis dann, tschüss!